Artefakt anstarrender Mann. Der ist bestimmt süchtig. Dieses Artefakt ist das Herz unserer Stadt. Es wird das Herz von Valeria genannt. Es repräsentiert Mut. Vor langer Zeit wurde diese Stadt Opfer zahlreicher Katastrophen. Aber eines Tages fiel ein gewaltiges Schwert vom Himmel und von diesem Moment an gab es keinerlei Probleme mehr im Land. So sagt es die Legende. Daher wird, solange das Herz von Valeria existiert, Öflum nicht fallen. Falls ihr euch jemals entmutigt fühlt, betet zu dem Herz von Valeria. Euer Geist wird zur Ruhe kommen. Alles klar? Du bist schon so... Boah. Junge. Versuch's mal mit einer Feuchtigkeitscreme. Der steht bestimmt schon so lange hier, dass der austrocknet. Was sind das eigentlich? Die hier wie so ein... Ach, da haben die so Sonnensegel angebracht. Oder so Sonnenschutzteil, ich weiß nicht, wie die genau heißen. Zum Looten gibt's ja trotzdem nicht. Und sprechen will ja auch keiner mit mir. Gibt's sozusagen gar nichts. Doch, eine junge Frau gibt's noch und den hier. Den haben wir, glaube ich, nicht angesprochen. Eflum Wächter und Tante Martha. Na, dann sprechen wir doch mal mit Tante Martha. Hallo, Tante Martha. Tut mir leid, mein Junge. Das Geschäft befindet sich gerade noch im Aufbau. Es dauert immer lange, bis ich von einem Lieferanten höre. Ach, das Leben in der Pampa macht es schwer, Dinge auf Lager zu halten. Ja, du kannst ja mich auf Lager halten. Hm, okay. Der Öflemwächter. Ich hoffe, das ist ein Mann. Ich glaube schon. Wir gucken mal. Ja, ist ein Mann. Öflemwächter, dies ist der Marktplatz, wo sich die stolzen Bewohner von Öflem entspannen und erholen. Von Accessoires bis hin zu Waffen findet ihr hier alles, was das Herz begehrt. Schaut euch doch einfach mal ein wenig um. Hab ich gerade. Du warst sozusagen der Letzte. Der Erste, mit dem ich hätte sprechen müssen und der Letzte. Kann ich eigentlich... Ach, ich könnte... Ach, sehr gut. Ich muss gar... Ach so, okay, da komme ich auf die Map. Ich dachte, ich muss gar nicht. Aber so kommen wir ins Virtusviertel. Ja, gut. Gibt's hier irgendwas Cooles? Können wir irgendwie springen oder so? Okay, also es gibt auch so eine kleine Stadtkarte hier. Können wir verkleinern und vergrößern, sonst kriegen wir alles hin. Anwohner. Ist das eine... Es scheint ein Weibchen zu sein, ne? Ach, die sehen doch bestimmt alle gleich aus, ey. Oho, ihr seid so weit in die Stadt reingelaufen? Willkommen im Virtusviertel, mein Junge. Solltet ihr etwas oder jemanden suchen, schaut am besten in der Bar vorbei. Dort findet ihr sicherlich jemanden, der euch helfen kann. Das mag sein, aber ich glaube nicht. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da leuchtet was Blaues. Ach, die Charaktere, mit denen man reden kann, werden angezeigt. Das ist gut. Alle anderen stehen nur sinnlos rum. Verband des goldenen Helmes. Da will ich jetzt eigentlich noch nicht hin. Ich will mal gucken, was das hier vorne ist. Was ist das? Ehre des Kriegers. Die Bartür. Okay, das werden wir dann zum Schluss hin. Wie machen wir das jetzt? Ich trinke nur mal kurz was. So. Ein bisschen die Stimme geölt. Ja, also gehen wir jetzt hierher. Willensstarke Frau. Okay, wie drückt man Willensstärke aus? Das Artefakt von Lord David, der Kiborg, ist unheimlich mächtig. Aber ihn zu benutzen, kostet das Leben derjenigen Person, die an ihn gebunden ist. Wir haben es bisher vielleicht nicht bemerkt. Aber vermutlich hat die Benutzung eines jeden Artefakts ihren Preis. Das ist durchaus möglich. Die Frage ist aber jetzt, wo die Frau das so angemerkt hat, was bezahlen wir? Mit was? Mit Lebensenergie oder... Mit was bezahlt wohl Lord David? Weil Leben tut er ja auf definitiv noch. Also gestorben ist er noch nicht. Vielleicht bezahlt er auch einfach nur Mana. Das kann natürlich auch sein. Das ist hier. Die Tür ist nicht betretbar. Das ist eine Kiste. Zwei Kisten übereinander geschnallt. Quisi Ganove. Will ich den überhaupt ansprechen? Wahrscheinlich nimmt er mich jetzt aus. Werden wir gleich sehen.
Hey, passt lieber auf, wo ihr hier in der Gegend lang geht. Könnte gut sein, dass ihr auf Leute trefft, die nicht so nett zu Jungs sind, Jungs mit Geld in der Tasche sind. Klar, Lord David hat zwar den größten Abschaum aus der Stadt gespült, aber man kann nie vorsichtig genug sein. Das ergibt für mich keinen Sinn. Der hat mich jetzt gewarnt, damit ich nichts verliere, damit er mich später ausräumen kann. Das ist natürlich sehr clever. Gewieft, die Jungen. Ladenbesitzerin Luise. Hallo, Luise. Tut mir leid, Süßer. Wir sind noch nicht so weit. Ich hätte so gern etwas für unsere Truppen gehabt, bevor sie losmarschieren. Die besten Pläne, wisst ihr? Kann ich sehr gut verstehen. Du siehst so metallern aus. Achso, das liegt an dem... Ist das eine Fischdose auf deinem Kopf? Warte. Es könnte eine Fischdose sein. Okay. Gebildeter Jammer. Oder es ist einfach nur ein bildendes Hütchen. Alter. Es gab schon immer eine Menge tektonischer Aktivitäten in der Gegend. Darum gibt es ja auch derart viele Höhlen. Nur dank des Herz von Valeria ist der Boden unter Aflum stabil. Sehr gebildeter Mann. Mit dem können wir uns leider nicht weiter unterhalten, weil der einfach zu gebildet ist. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Das ist jetzt... Ich gehe jetzt hier rein, weil es einfach näher ist. Und... Ich sehe ein Ausrufezeichen. Aber ich sehe auch noch... andere Gestalten. Ich find's auch cool, dass ich habe jetzt zwar noch nicht so sehr drauf geachtet, aber selbst diese Typen hier, die Jammer, wie hießen die denn jetzt? Die sehen relativ unterschiedlich aus. Es gibt zwar ähnliche von der Gestaltung her, aber es ist dennoch verschieden. Zum Beispiel dunkle mit Kamm. Dann gibt es wieder helle mit Mütze, dunkle mit Mütze, ohne Kamm. Ach, wisst schon. Und die Viecher, Legendenerzähler. Eine Legende höre ich mir doch gerne an, der kriegt jetzt auch eine legendäre Stimme. In einer gefahrvollen Zeit, da sogar die Erde selbst ob ihrer Wildheit bebte, kam es, dass alles Böse von einer gigantischen Klinge der Götter ausgelöscht wurde. Dies ist die Legende des Herzens von Valeria. Als ich klein war, hat mein Vater sie mir wieder und wieder erzählt. Meistens folgte darauf noch eine Ermahnung, gut zu sein. Sonst würde das Herz kommen, um mich zu holen. Wow, was für eine Legende. Wir erfahren hier immer mehr über das Schwert. Scheint ein großer Bestandteil zu sein im Game. Und ein Stammgast. Ist aber eine... Ich hätte jetzt gesagt, das ist eine Frau. Scheint aber ein Mann zu sein. Könnte aber auch eine Frau sein. Östlich der Stadt befindet sich eine große Fläche mit Feldern, die Yamarn-Ebene. Der Ort war jahrelang ein Schlachtfeld. Man hat dort alle möglichen Feinde bekämpft. Von Monsterhorden bis zur Gore-Armee. Ehrlich, wenn ein Durchschnittstyp wie ich auch nur einen Fuß darauf setzte, würde er in einer Kiste wieder heimkehren. Okay, da waren wir leider alles noch nicht. Angenehmer junger Mann. Das ist aber schön, dass uns sogar gesagt wird, dass der Typ angenehm ist. In letzter Zeit passiert nicht allzu viel. Was für ein Dialog. Und jetzt zum Barkeeper, mit dem müssen wir sprechen, das ist wichtig. Willkommen in der Ehre des Kriegers. Hallo, ihr kommt mir nicht bekannt vor. Und glaubt mir, ein Gesicht wie eures würde ich nicht vergessen. Neu in Aflum? Zu eurer Info. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt direkt zu mir. Ich kann euch eine persönliche Führung geben. Was? Ihr wollt euch mit Lord David treffen? Nun, er empfängt Besucher in der Burg Aflum. Ein Stück weiter in die Stadt herein. Allerdings kann nicht jeder dort reinmarschieren und eine Audienz bekommen. Für jemand so süß wie euch könnte er natürlich eine Ausnahme machen.
Oh Gott, ich dachte... Oh, gruseliger Moment. Ich muss sagen, selbst diese 3-Punkte-Dialogabschnitt, in dem Moment hat es, glaube ich, jeder gemerkt, oder? Es hat jeder gemerkt, ich werde es jetzt nicht aussprechen. Aber schön dargestellt. Feier ich. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein, weil wir hier noch nicht waren. Jetzt gibt's gleich mal auf die Schnauze, ich sehe es kommen. Nee, doch nicht. Der Verband des goldenen Helmes. Hast du einen goldenen Helm auf? Hast du einen goldenen Helm? Ist das ein goldener Helm? Ich würde sagen, das ist Silber. Du hast dich in der Gilde vertan, Junge. Typ mit abgenutzter Rüstung. Das ist schön. Was ist los, Junge? Habt ihr euch verlaufen? Dies ist eine Gilde. Ein Platz, wo erfahrene Abenteurer zusammenkommen. Kein Ort für Frischlinge, die kaum wissen, wie man eine Klinge hält. Lauft nach Hause und spielt Stöckchen oder sowas. Wie zur Hölle spielt man Stöckchen? Macht man sich dann einfach so steif und wirft sich auf die Wiese? Und liegt dann dort, solange bis man keine Lust mehr hat? Das wäre jetzt für mich Stöckchen spielen. Weil, entweder habe ich jetzt gerade nicht richtig gelesen, ich bin mir aber sicher, der hat gesagt, spielt Stöckchen. Ein krasser Söldner. Was ist los? Findest du mich krass? Erzählt mir nicht, dass ihr mich nicht krass findet. Dass ein Knabe wie ihr Gildenaufträge zu übernehmen trachtet, krass. Ihr seid grüner als ein seekrankes Stück Brokkoli, krass. Ja, unmöglich, krass. Das schafft ihr nie. Ja, krass. Das ist nichts für kleine Gürn, so krass. Die von Monstern verprügelt werden und schreien zur Mami laufen, das wäre so krass. Spart euch die Mühe und geht nach Hause. Komm schon, das ist voll krass zu Hause. Ach Gott, so ein Spaß, ey. So ein Spaß. Gildenoffizier, das klingt mir doch um einiges gebildeter. Dies ist eine Gilde. Es tut mir leid, aber der Verantwortliche ist derzeit nicht hier. Versucht es später nochmal. Bitte, kommt wieder. Wir brauchen Mitglieder. Ja, kein Problem, mache ich. Komm nochmal wieder. So. Und jetzt können wir eventuell zu Lord David. Hallo? Kamera fixieren geht also auch. Kann ich noch so? Huch. Krass. Man kann die Typen anvisieren. Ich traue mich gar nicht, jetzt R2 zu drücken. Es kann ja sein, dass dann jeder hier in dem Viertel mit mir kämpfen will. So, gehen wir mal auf die Stadtkarte. Burg Eflim. Ich finde, es gibt die Stadtkarte finde ich übel geil. Das feiere ich. Richtig geil. Diese Burg. Mit direktem Ausblick. Auf das Herz von Valeria war einst eine Festung. In Kriegszeiten war das mal so. Ich finde es lustig, dass es immer kurz zuvor nochmal hängt. Stopp, wir müssen zur Burg Eflim. Jo, auf zur Burg Eflim. Young Master, Rush Sykes has arrived. Did you learn anything about Arena? Pagus. I am Pagus, one of the 4 generals of Athla. As for Miss Arena, I regret to say that we have yet to uncover any new leads. Nevertheless, we have learned 2 interesting facts. One, some suspicious types were spotted escorting a young girl to the Gaslyn Cave. That's gotta be. And the other thing? We've also received reports of nocturnal activity near the Robelia Castle ruins. The ruins have long been a den for petty thieves. What's to say this is any different? Not what, who? A trusted source informs me that Athlumian soldiers have been seen leaving the ruins. That certainly is interesting. Hey, thanks, Pagus. I'll go check out those 2 places right away. Not so fast, Rush. My generals shall accompany you there.
Maintaining the peace and stability of Arthlem is our duty. We cannot stand idly by while she is threatened. What's more, Master Rush is the son of the world-famous Remnant researchers. Naturally, we will do our utmost to aid such an important family. My apologies. We had your background checked. I'm used to it. Having famous parents isn't all bad, you know. It's all right, Emma. Go ahead. Yes, my lord. I was able to contact the Academy branch in Cellapalais. I informed them that we will be taking care of Rush. You talked to the Academy? That's a relief and a half. I'd given up trying to get in touch with them. I mean, it's like shouting at a brick wall. It is a group prone to secrecy. You're a lifesaver, Emma. Still, It's uncertain when or if the message will get to the headquarters in Illusion. Of course it will! Come on, my sister was kidnapped! Even the Academy suits wouldn't keep that from Mom and Dad! Bear in mind, the Sykes are presently involved in top-level research. It may take some time for them to respond. Until then, I will assist you by any means necessary. Sounds good to me. Ich mag Lord David. Der ist ziemlich nett zu uns. Okay. Viele junge Frauen sind dabei den Gaslin-Höhlen verschwunden. Zur selben Zeit ist eine zwielichtige Gruppe bei den Robelia-Ruinen gesehen worden. Was wirst du zuerst untersuchen? Ist eine gute Frage. Machen wir per Zufallsprinzip. Ich guck jetzt mal weg. Das nochmal ins Mikro gesagt. So, und jetzt drehe ich mich rum. Jetzt zähle ich langsam runter. 3, 2, 1. Und es ist die Gaslin-Höhle. Hätten wir auch einfacher haben können. Hätten wir einfach das erste genommen. Aber man konnte es ja nicht wissen. Dann ist das also deine Entscheidung. Vielleicht weg. Ne, Quatsch. Schauen wir es uns an. Die Höhlen also. Dann geh. Blockter wird dich begleiten. Auf geht's, Rush. Blockters Truppe ist der Gruppe beigetreten. Jetzt ist Blockters Truppe in meiner Gruppe. Gut. Jetzt ist bloß die Frage, dann müssten wir jetzt zur Weltkarte gehen. Jetzt müsste, genau, die Gaslin-Höhle, die ist ein ganzes Stück weg, du. Jetzt betretbar die Gaslin-Höhle. Jetzt ist aber die Frage, lass mich mal kurz auf eine Uhr spicken. Es ist 11.37 Uhr. Okay, da können wir noch ein Stück, aber ich nehme zuvor noch ein Schlückchen. So, machen wir uns auf zur Gaslin-Höhle. Ich will mich nochmal entschuldigen für die Vergangenheit und für die Zukunft, wenn ich lachen muss in so einer Filmsequenz. Gaslin-Höhle. Ich kann mir das einfach nicht verkneifen. Zum Beispiel, als der kleine Frosch da stand, das erzählt hat, dann lächelt er kurz und dann verzieht er wieder die Miene so runter, obwohl er gar nichts Positives erzählt hat eigentlich. So geil. Okay, Blockter. Hör zu, Rush. Du kannst die Oberhand behalten, wenn du Schlachten auslöst, anstatt in einen Hinterhalt zu geraten. Ja, ich weiß. Und es ist immer gut, so viele wie möglich gleichzeitig zu bekämpfen. Warum? Das klingt gefährlich. Je höher das Risiko, desto größer die Belohnung. Darum. Was? Meinst du den Loot? Was soll das heißen? Was meinst du? Schau, probier es einfach, okay? Gehen wir. Ach ja, hätte ich fast vergessen. Hier ist eine Karte von der Gegend. Jetzt hast du keine Ausrede, dich zu verlaufen. Klar? Also los jetzt. Läuft er jetzt vor und ich darf hinterherlaufen? Das wäre very nice. Anscheinend nicht. Je mehr Monster in einem Kampf bekämpft werden, desto größer ist die Aussicht auf Loot. Es ist zwar mit mehr Risiko verbunden, kann aber auch unerwartete Belohnung einbringen. Das ist
Erhalte eine Karte Gasolinhöhle 1. Es gibt anscheinend mehrere Gasolinhöhlen, ne? Das Finden einer Karte ermöglicht dir, deine momentane Position zu überprüfen. Drücke X, um die Karte anzuzeigen. Oh, die ist aber ziemlich lang gezogen. Nee, wir nicht zurück. Wir gehen da jetzt tiefer rein. Schauen mal.